press that? Oh, how'd you press that? Die Verbrechen der Assassinen, das eine hohe Belohnung auf Informationen ausgesetzt. Warum sollte man hier seine Waffe ziehen? Ja, da schmunzelst du wieder. Das ist das, was du willst. Ja, ja! Ihr da! Ihr seht aus, als hättet ihr eine ziemlich hohe Meinung von euch selbst. Aber ich halte euch für einen erbärmlichen Jammerlappen. Was haltet ihr davon, Altschack? Der Streitsüchtige. Dieser überhebliche Mann hat Ed zum Duell herausgefordert. Zeigen Sie ihm die wahre Bedeutung des Wortes Demütigung. Hätte ich euch etwas zu sagen, Amico, wendete ich mich an eure Mutter. Wie könnt ihr es wagen? Das klären wir sofort. Hoppla! Bleibt liegen und belästigt niemanden mehr. Meine Belohnung, mein Freund. Ist das euer Ernst? Ihr seid drauf eingefallen, alter Mann. Überraschungsangriff, ich hab dich fertig gemacht, mein Freund. Echo! Exzellent! Oh! Ja! Exzellent! Paar rein, ne? Komm schon! Sehr gut! Ja! Gut! Oh mein Gott! Ah, ich hab's in den Augen! Bravo! Bravo! Hoppla! Ja, ja! Sehr gut! Ah. Ja, wunderbar! Bravo! Fehlt euch nicht noch mehr! Ich bin die Faust von Konstantinien! Habt ihr noch nicht genug? Sieh mal nur! Hoppla! Oh Mann, dann werf doch deinen Sand, ey, das... Ja, ja, sehr gut, ah! Ich meine, ja, bravo, sehr gut, sehr gut, ah! Hoppa! Echoa! Exzellent! Ja, gut! Hoppa! Exzellent! Da hast du mal gerade richtig kassiert, mein Freund, ne? Ja, ja, exzellent! Ja, wunderbar! Hoppa! Ja, wunderbar! Bravo! Einigen wir uns auf unentschieden, gut? Ihr seid ein wahrer Kämpfer. So wie ihr, wenn auch etwas waghalsig. Wie wäre es, wenn ihr eure Fäuste für die Sache der Assassinen sprechen ließet? Ihr meint, für eine Sache kämpfen? Und nicht nur zum Spaß? Ich bin sicher, es wird euch trotzdem Spaß machen. Evet, das glaube ich auch, Effendim. Abgemacht. Oh Mann, ey. Der Streitsüchtige.
So. Dann gehen wir zur nächsten Meisterassistenten-Mission zwischendurch. Will ich aber gern mal bei dem Schmied vorbeischauen. Oh, Vorsicht! Kann jemand nur so ruhig bleiben? Parika, wenn auch gewagt. So, hier hoch und ja, es kann jetzt vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen langweilig sein, weil wir, wie gesagt, eine Nebenmission machen, aber die machen es einfach und ja, genau. No! Die Armbrust kostet 18,7. Oh Gott. Eure Münzen scheinen echt zu sein. Gut, dann werden wir es halt so anders machen. Gehen wir gerade zur Bank. Wenn diese renovieren und werden Geld von der Bank abheben. Was denken wir eigentlich, wen die vor sich haben? So. Jetzt habe ich. Jetzt habe ich genug, mein Freund. Ich mag etwas unaufgeräumt. Habe ich meine Armbrust auch endlich mal. Munition. Die Wurfmesser füllen wir auch mal komplett auf und die Kugeln sowieso. Der ist natürlich nicht so schnell, aber dafür hat der plus 2 Schaden und plus 1 Schutz. Was haben die denn für Waffen? Oder Sipahi? Das hört sich gut an. Reiterarmschütz. Das hört sich wirklich gut an. Das müsste so sein, hoffe ich. Und kommt bitte oft wieder. Wir werden gerade hier den Assassinen-Rekrut zu uns holen. Wenn meine Tante Wunder sehen könnte. Oh, oh. Assassine! Gott schütze uns! Nein, tötet mich nicht! So, meine Liebe. Was sagst du? Ihr seid nicht allein, Arkadashim. Und ihr müsst keine Angst haben. Lasst mich eure Hilfe mit Taten zurückzahlen, Assassine. Wenn ihr mich wollt, schließe ich mich euch an. Gerne, gerne. Gerne, gerne. Oh.
Ich dachte, es wäre wirklich Wasser. Ganz ruhig, Freunde. So, nächste Meisterassassinen-Mission. Nehmen wir einfach den nächsten. Sie sind schon Level 7, Level 5? What? Okay. Krass. Ich habe gerade Zeit, noch ein paar Missionen zu machen. Achso. Mhm. Es gibt mächtig EP. Alles klar. Der Hüter, Teil 1. Untersuchen Sie, warum die Templer in diesem Bezirk ihren Einfluss aufrechterhalten können, während der Infiltration keinen offenen Konflikt auslösen. Ja, da bin ich ja immer sehr schlecht drin. Ich bin immer sehr gut in Konflikte auslösen. Buongiorno. Wie gefällt euch euer neuer Posten? Ich tue mein Bestes, Mentor, doch es ist nicht einfach, einen gefährdeten Bezirk zu überwachen. Gefährdet? Was ist geschehen? Trotz unserer Anwesenheit hat das Geld der Templer großen Einfluss hier. Die meisten Händler lassen sich immer noch bestechen. Damnazione. Wir sollten mit den Leuten reden, um ein Gefühl für ihre Lage zu entwickeln. Vieni. Die meisten der Händler, die ihre Loyalität verkauften, sind Griechen. Und ich schäme mich nicht zu sagen, dass ich sie verstehe. Dann seid ihr ein besserer Bürger als die meisten, Effendim. Wir können nicht erwarten, dass die Menschen sich damit anfreunden, erobert zu werden. Aber ebenso wie sie das Recht haben, Respekt von den Osmanen einzufordern, sind die Byzantiner verpflichtet, Unschuldige zu schonen. Es ist ein gewagter Balanceakt. Und es sollte uns nicht überraschen, wenn wir ab und zu ins Wanken geraten. Haltet den Mann! Schnell! Den Markt untersuchen, alles klar. Was für ein Spektakel. Möge der Vater des Verstehens dich leiten. Ein beeindruckender Umsatz für einen Tag. Was geht es euch an, wie schnell ich mein Geld verdiene, hä? Ich kümmere mich um meine Nachbarn und sie sich um mich. Seid ihr nur an eine solche Summe Geld gekommen? Wo habt ihr eure Manieren gelernt, Italiener? Am Hof der Borgia? Verlasst mein Geschäft! Seid gesegnet, Bruder. Möge Gottes Licht auf euch herabscheinen. Auch er bekam eine große Summe. Salute, amico. Vergebt mir, wenn ich frage, aber das Zeichen auf dieser Truhe, was bedeutet das? Das? Das ist das Siegel von Theodorus Komnenos. Also ist er euer Wohltäter. Wohltäter? Ohi, er ist mein Freund, mein Landsmann und einer der reichsten Männer dieses Bezirks, außer unseren neuen Herrn. Natürlich. Grazie. Was glaubt ihr? Sollten wir Theodorus einen Besuch abstatten? Ich will keinen Kampf beginnen, den wir nicht rechtfertigen können, Mentor. Ich auch nicht.
Und wenn wir Blutvergießen vermeiden können, werden wir es tun. Doch wenn die Templer dahinter stecken, haben wir kaum eine Wahl. Dann folgen wir mal unserem Rekruten. Ja. Ich meine, es ist unser Bezirk. Das sollte auch so bleiben. Wie wäre es, wenn wir einfach die Salro-Chattis nehmen können? Man kann es doch ganz einfach machen. Bleib dran. Was war das denn, Ezio? Also das mit den in Heuhaufen springen, habe ich irgendwie verlernt. Was? 10.000 Akche sind nicht genug? Hat er das wirklich gesagt? Glaubt er, ich bin ein Goldesel? Es liegt der Fern, die Methoden der Templer in Frage zu stellen. Doch seit ich in ihrer Gesellschaft bin, lassen die mich gar nicht ausbluten. Ich werde diesen Männern wohl eine gepfefferte Botschaft schreiben, gespickt mit spitzen und anrüchigen Andeutungen. Wenn das nicht ihre Aufmerksamkeit erregt, dann weiß ich auch nicht weiter. Gut, hier lang. Sehr gut, Rekrut. Theodorus, buongiorno. Wer seid ihr? Ihr wart recht freigebig mit eurem Geld kürzlich. Und die Assassinen fragen sich, was euch eure Großzügigkeit einbringen mag. Assassinen? Ihr beide? Ruhig, Effendim. Wir kommen in Frieden. Ich will nicht sterben. Bitte, verschont meine arme Seele. Die Templer haben mich bestochen. Ich habe ein gutes Herz. Passt gut auf ihn auf. Wenn er wieder bei Sinnen ist, werden wir reden. Keine offenen Konflikte, nein, haben wir überhaupt nicht gemacht. Alles klar, gehen wir mal weiter.